Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dienstags immer Fitness, donnerstags immer Music. Und heute dreht es sich um die Kettlebell-Übung Windmill oder Windmühle, welche zur Hüft- und Rumpfstärkung genial geeignet ist. Und wenn du die Kettlebell-Serie sehen möchtest, die habe ich hier oben verlinkt in dem i von A bis Z. Da kriegst du von ich war noch nie an der Kettlebell bis hin zu Profiübungen und kleinen Workouts alles erklärt. Und auch heute wieder gibt es am Ende vom Video erst einen Theorieanteil sozusagen, wo wir alles klären, wie führe ich die Übung aus, auf was habe ich zu achten, wie starte ich damit, alles das. Und dann gibt es noch ein kleines Workout hinten dran zum Mitmachen, damit du auch das Ganze in die Praxis umsetzen kannst und auch ein bisschen ins Game reinkommst. So. Damit du den Kanal nicht sozusagen verpasst, beziehungsweise die Videos von dem Kanal verpasst, aktiviere auf jeden Fall unten die Glocke. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn ein neues Tutorial online geht. Aktuell befinden wir uns in der Kettlebell-Serie von A bis Z. Vorher hatten wir Immunaufbau von A bis Z, also sprich Kältetraining, Atmung. Und danach kommt wieder was Neues. Also erwarten dich alle paar Wochen, paar Monate neue Ideen und neue Konzepte, die dir vor allem von A bis Z erklärt werden. Okay, los geht's direkt nach dem Intro. Okay, kleiner Tipp von meiner Seite, falls ihr Schmuck oder Uhren tragt, packt die bitte weg, weil das kann natürlich dann auch stören beim Workout. Der Ring natürlich beim Greifen, würde generell die Ringe beim Training ausziehen. Wichtig ist auch, dass du am besten barfuß trainierst, wenn du das kannst, oder mit Barfußschuhen, welche ich auch unterhalb vom Video verlinkt habe, welche Modelle ich da ganz gut finde. Gibt es ja mittlerweile richtig viele am Markt. Und du solltest dir zwei Kettlebells bereitlegen. Eine, wo so ein bisschen mehr Last hat, damit du auch ja so ein bisschen unter erhöhter Last trainieren kannst. Heißt nicht, dass wir jetzt gleich an das Maximum gehen, sondern einfach, dass du ein bisschen spürst, wie das ist, wenn mal Widerstand von oben drückt. Und eine ganz leichte oder leichtere Kettlebell. Da ist natürlich die Frage, wie viel Gewicht sollte ich denn nehmen jetzt, um die Übung zu erlernen? Kann ich dir nicht konkret beantworten. In der Regel sind so 2 bis 6 Kilo bei Frauen ganz okay und bei Männern so zwischen 4 und 10 Kilo zum Starten ganz in Ordnung. Und wie gesagt, klärt es am besten mit einem Trainer ab, der sich da auskennt. Falls du selber auf der Suche bist nach jemandem, der dir das beibringen kann, auch im Grunde in so Zeiten wie aktuell, wo es halt nicht so einfach ist, irgendwie ins Studio zu gehen, dann kannst du gerne auch unterhalb vom Video auf einen Link klicken. Dann kannst du dich für unser Coaching-Konzept werben, wo wir 3 Monate dich von A bis Z ausbilden in den Bereichen Training, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt geht's allerdings los, deswegen du schnappst dir jetzt die leichte Kettlebell von beiden. Und wie du diese umsetzt, habe ich auch in einem anderen Video erklärt. Also wie gesagt, schau dir gerne die Serie an. Dann setzt du diese um und hast die erstmal hier parat, Unterarm gerade nach unten, Handgelenk ist relativ gerade. Dann gehst du in einen etwas schulterbreiten Stand. Ich gehe gerade mal noch einen Schritt zurück, dass du mich noch besser sehen kannst. Et voilà. Dann stößt du erstmal die Kettlebell aus. Du kannst erst mit der starken Seite anfangen, zum Beispiel rechts für Rechtshänder, links für Linkshänder. Und ihr werdet merken, dass es immer noch eine Schokoladenseite gibt, deswegen trainiert die Nicht-Schokoladenseite am besten auf. Kommen wir aber dann später nochmal zu. So, umgesetzt, nach oben ausgestoßen und jetzt passiert Folgendes. Du drehst die Füße, wenn du jetzt rechts oben hast, nach links, so 45 Grad und die Bewegung wird eingeleitet. In den Bauchnabel ziehst du jetzt zur Wirbelsäule rein, damit du hier stabil bist. Das ist nämlich ganz wichtig. Und der Po, den kannst du auch ein bisschen Feuer geben, also anspannen. Und dann schiebst du nur die Hüfte, den Arm lässt du hier unten durchhängen, nur die Hüfte nach hinten unten. Und der Kopf dreht sich nach oben raus. Und richtest dich wieder komplett auf in die Gerade. Wir machen das jetzt noch einmal ohne Gewichte. Dass du erstmal die Technik erlernst. Also schulterbreiter Stand, mach am besten direkt mit. Die Füße nach links, so 45 Grad nach außen. Dann die eine Hand nach unten und jetzt sozusagen, oft wenn du nach links gegangen bist, rechter Arm ist oben, würdest du den linken Hand nach unten packen, also in dem Fall bei dir dann halt spiegelverkehrt. Und jetzt schiebst du die Hüfte nach hinten raus, als würdest du jemand so ein bisschen den Hintern hinhalten, dass er so einen Klaps drauf gibt oder so. Ja?
oder wie so eine sexy Dancerin oder Tänzerin oder so und schiebst einfach mit der Hüfte nach hinten. Ihr könnt es auch einfach üben, Hüfte nach hinten, Hüfte nach vorne, Hüfte nach hinten. Und die schiebst du jetzt wie auf einem Gleis nach hinten, hinten, hinten raus. Und wichtig ist dabei, dass die Wirbelsäule langgezogen bleibt und sich nicht einknickt oder rausbricht. Deswegen hast du ja hier die Bauchspannung. Also nochmal, schulterbreiter Stand, Füße nach außen. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Po on fire, Wirbelsäule langgezogen, Arm von mir ist nach oben, andere Hand nach unten und die Hüfte wandert nach hinten, 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 hinten und du kannst dann noch den Kopf nach oben raus rotieren und schauen, schauen, wo die Hand steht. Wenn sie hier steht, merkt ihr, okay, das ist nicht gut, die sollte hier im Lot stehen, okay? Und dann aus der Hüfte wieder heraus, nach oben raus drücken und die Hand geht sozusagen, wenn sie sich im Kopf entfernt, dann wieder Arm Richtung Ohr ziehen. Okay, das üben wir jetzt 5-mal hintereinander. Hand nach unten, Hand nach oben, Hüfte führt, Blick geht nach oben und 1. Nochmal und 2. Schön langsam arbeiten. Und 3, noch 2 und 4, letzter und 5. Lösen, ausschütteln, lockern. Okay, was ist wichtig? Wie tief solltest du denn gehen? Ihr habt jetzt gesehen, der Sigi berührt mit der Hand den Boden. Ist das zwingend notwendig für dich? Nein. Musst du mit der Hand an den Boden? Nicht unbedingt. Es geht nämlich darum, dass du nur so weit nach unten gehst, wie es deine Hüft- bzw. Hüftmobilisation oder Hüftbeweglichkeit, sorry, also Hip Mobility, zulässt. Es kann sein, dass du sehr steif bist vom Sitzen oder generell nicht so beweglich. Dann kann es sein, dass du vielleicht nur bis hierhin gehst, ja? Weil hier ist die Wirbelsäule noch aufrecht. Sobald du beispielsweise tiefer gehen würdest, würdest du dann aus dem Rücken kompensieren, weil die Hüfte es nicht mehr zulässt, dass du weiter nach hinten schiebst. Was kompensierst du automatisch? Zwangslage Wirbelsäule. Und das wollen wir in der Form nicht. Wir wollen immer in der langgezogenen physiologischen Form der Wirbelsäule bleiben. Die ist fest durch den rangezogenen Bauchnabel und die Bewegung kommt rein, theoretisch nur aus der Hüfte. Jetzt haben wir das Ganze nach links gemacht, in dem Fall für dich nach rechts. Und jetzt machen wir das Ganze nach rechts, in dem Fall für dich nach links. Selbes Spielchen, linke Hand wäre dann oben, rechte Hand wäre dann unten, für dich dann halt in dem Fall spiegelverkehrt. Und jetzt auch wieder hier, Hüfte, 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 Blick nach oben, okay. Wirbelsäule ist noch gerade, langgezogen, Bauchnabel zur Wirbelsäule habe ich, perfekt. Und wenn ich kann, gehe ich so tief, wie ich komme, halt runter und richte mich wieder auf, über die Hüfte nach vorne schieben, zack, 1. Hüfte wandert wieder nach hinten und Hüfte wandert wieder nach vorne, 2. Letzter Mal zusammen, Hüfte wandert nach hinten, ja, und Hüfte wandert wieder nach oben, 3. Lockern, ausschütteln. Okay, jetzt haben wir alles geklärt. Wir haben die Settingpunkte durchgeklärt. Wir haben geklärt, wie viel Gewicht sollte man am Anfang nehmen. Kann man nehmen, also eine grobe Einschätzung für Mann, für Frau. Wir haben geklärt, wie weit sollte ich runtergehen von der Bewegungsamplitude. Wir haben geklärt, dass die Wirbelsäule stabil bleibt und die Bewegung aus der Hüfte gemacht wird. Und hier werden auch Muskelgruppen trainiert, die wir so ganz selten trainieren, was sehr, sehr gut ist und damit die Übung zu einer ausgezeichneten Übung macht für ganz viele Dinge, Alltagsbewegungen, Bücken, Ziehen, Drehen, alles, was so ein bisschen, sagen wir mal, mit der Hüfte und der Wirbelsäule, mit der Rumpfstabilität zu tun hat. Dafür ist die Übung halt echt Bombe. Nach dem Workout werden wir noch klären, wie oft solltest du das Ganze machen. Und noch weitere Hinweise zur Umsetzung. Doch jetzt geht's erstmal los, direkt mit dem Workout. Das heißt, jetzt nochmal kurz Pause drücken, einen Schluck trinken, Handtuch holen, Kettlebells zurechtlegen und dann starten wir direkt mit dem Workout durch.
Welcome back zum Workout, zum gemeinsamen Workout. Ich habe mich entschlossen, heute den Rumpf am meisten zu targetieren, also am meisten frequentieren, also von der Übung her. Das heißt, wir machen einmal das Kettlebell Windmill, rechts, links. Und wir machen immer eine Seite, dann Pause. Dann machen wir einen Russian Twist mit der Kettlebell für den Rumpf, damit wir noch eine Rotationsbewegung in der Wirbelsäule bekommen. Also nicht nur statisch sozusagen die Wirbelsäule trainiert oder der Rumpf trainiert wird, sondern auch eine Rotation. Und dann machen wir insgesamt 3 Durchgänge, das heißt 3x5 Wiederholungen pro Seite, also Windmill. Und dann, wie gesagt, 10 Wiederholungen Kettlebell Rotation im Sitzen. Ich werde einmal nach vorne sitzen und einmal zur Seite sitzen, damit ihr seht, wie die Übung von der Seite aussieht. Was bei der Rotationsbewegung wichtig ist, werde ich euch sagen, kurz bevor wir mit der Übung starten. Und ihr nehmt jetzt am besten erstmal eine Übungskettlebell. Ich nehme auch ein ganz leichtes Gewicht, damit ich noch genug Atem übrig habe, um für euch natürlich dann zu reden und euch alles zu erklären, okay? Also, wir starten mit rechts, das heißt, eure Seite ist rechts und meine ist dann spiegelverkehrt links. Und dann geht's mit der anderen Seite weiter, also mit rechts. Das heißt, wir setzen um. Okay. Ready. Eine Linie mit den Füßen, Po-Aufspannung, Bauchnabel zur Wirbelsäule, ausstoßen. Füße nach außen, in dem Fall, wie gesagt, spiegelverkehrt dann für euch, einfach mitmachen. So, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Schulter ist tief und Schultergürtel ist auf Spannung. Und wir starten mit 5 Wiederholungen. Let's go. Tief, halten und raus. Wir halten immer unten kurz an, tief, halten und hoch, raus. 2. Tief, halten und hoch. 3. Und wir machen tief, halten, hoch. 4. Und letzter, tief, halten, hoch. 5. Kettlebell nach unten. Wir setzen uns auf den Boden. Ich mache kurz die Tür zu und starten in 3, 2, 1. Mit dem Russian Twist, das heißt, du schnappst dir die Kettlebell hier hin. Und jetzt ist Folgendes wichtig, du ziehst wieder den Bauchnabel zur Wirbelsäule und nur der Oberkörper bewegt sich. 1, auf die andere Seite und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Bauchspannung, 7, Bewegung kommt rein aus der Wirbelsäule. 8, 2 noch, 9, letzter und 10. Kettlebell liegen lassen, kurz 2-3 Mal tief und ein Ausatmen, auslockern. Und wenn ihr jetzt mit rechts gestartet habt, wechselt ihr auf die linke Seite. Wir setzen um, stellen uns stabil auf, nach oben raus, drehen die Füße 45 Grad zur Seite, ziehen den Bauchnabel rein, Hüfte schiebt und 1 und 2, nach hinten schieben die Hüfte und 3 und ihr geht nur so weit runter, wie die Wirbelsäule noch gerade bleibt. 4, letzter und 5, wieder hier ranbringen, stabil umsetzen, runter, jetzt von der Seite. Wir setzen uns hin, Beine ungefähr 45 Grad aufgestellt, Oberkörper ein bisschen nach hinten lehnen. Bevor wir nach hinten lehnen, Bauch anspannen, Kettlebell ran, Bauch anspannen und los geht's. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Kopf geht mit und 6. Bewegung kommt nicht aus den Armen, 7, sondern aus der Wirbelsäule. 8, 2 noch. 9 und 10. Kettlebell wieder loslassen. Kurz ausschütteln. Tief einatmen. Kontrolliert aus. Tief ein. Kontrolliert aus. 60 Sekunden Pause.
Ich mache jetzt grob 60 Sekunden, weil ich keinen Timer jetzt direkt hier liegen habe. Ich kann da mal gucken, ob ich meine Uhr aktivieren kann. Die Stoppuhr. Zack. Das heißt, es dürfen nur 40 Sekunden sein. Und dann legen wir los mit Runde 2. Ich habe jetzt einen fetten Hoodie an aus Corporate Design Gründen. Ich würde euch empfehlen, tatsächlich mit einem T-Shirt zu trainieren, ja? Genau. Kettlebell Training. Ihr braucht nicht unbedingt eine Kettlebell. Ihr könnt es auch mit einer Kurzhantel machen. Ganz wichtig, ja? Und wir kommen auch gleich noch dazu, wie ihr das Ganze in die Umsetzung bringen könnt. Runde 2 von 3. Wir starten wieder mit rechts. Ich muss immer umdenken, ja? Zack, nach oben. Füße zur Seite. 45 Grad, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Po on fire und die Hüfte sexy nach hinten raus und Blick nach oben und 1. Ins Lot bringen die Kettlebell, 2. Arm zum Ohr. Ins Lot bringen die Kettlebell, 3. Noch 2 Stück, schön langsam. Hüfte nach oben schieben, Po anspannen. 4. Hüfte schiebt nach hinten, Po anspannen. 5. Sauber hier ranbringen und sauber absetzen. Tief. Wir gehen in den Russian Twist Teil 2. Schön tief, tief atmen und Bauch anspannen, Oberkörper nach hinten lehnen, bis ihr Spannung auf den Bauch bekommt und dann in die Rotation. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. 5, 6, 7, 8, 2 noch, 9, Bauch fest, 10 und lösen, kurz ausschütteln, Runde 2 bedeutet andere Seite, tief ein- und ausatmen, 2, 3 Mal. Und mit links starten. Oben ausstoßen. Füße zur Seite. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und Hüfte führt. 1. Am Anfang kann es sein, dass da oben die Kettlebell so rumwackelt, ja? 4, 3. Völlig normal. War bei mir auch so. Und wird auch mit zunehmender Last am Anfang auch mehr sein. Ich weiß nicht, 4 glaube ich, und es ist noch einer. Vielleicht hatten wir auch schon 5. Sauber ran, sauber raus, hinsitzen und Runde Russian Twist. Nummer 2, beziehungsweise nee, von Nummer 3 oder so. Ich zähle es gar nicht mehr richtig mit. Bauch fest und los geht's. 1, 2, 3, 4 und 5. Wenn du es im Bauch nicht merkst, 6, dann ist es so 7, dass du den Bauch nicht genug anspannst, ja? 8, das heißt mehr willentlich anspannen. 9, letzter, 10. Gut, kurze Pause wieder, 60 Sekunden. Ich ziehe mal kurz mein Mikro aus und mein T-Shirt, beziehungsweise mein Pulli, wenn es auch zu warm wird. Wichtig ist, bei der Übung Russian Twist bekommen viele in der Lendenwirbelsäule oder manche Rückenschmerzen, ja? Dann achtet noch mehr auf die Bauchspannung und reduziert den Winkel nach hinten, werdet aufrechter und arbeitet mehr in der Rotation in der Aufrichte. Solltet ihr trotzdem ihr den Bauch mehr anspannt, das Ganze aufrechter macht, einen Schmerz haben, reduziert die Last, also weniger Kilogramm. Macht es vielleicht zum Beispiel ohne erstmal, ohne Gewicht. Wenn ihr trotzdem Schmerzen haben solltet, dann wechselt die Übung. Ja? Gibt auf meinem Kanal noch andere Übungen. Oder wie gesagt, bewerbt euch für das 12 Wochen Online-Coaching persönlich. Dann könnt ihr auch von mir nochmal direkt Alternativen bekommen, die sich die letzten 10, 15 Jahre bei uns bewährt haben. Und wir wechseln jetzt wieder die Seiten. Starten wieder mit unserer Ursprungsseite, nämlich rechts.
Das heißt, Kettlebell nehmen, aufrechter Rücken, umsetzen, hier parat haben, Unterarm gerade, Bauch auf Spannung, Po auf Spannung, ausstoßen, zack. So, ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter nach hinten, dass ihr die Kettlebell besser sehen könnt, wobei ich trotzdem abgeschnitten bin. Wie gesagt, dann Füße zur Seite, oder wieder Bauchnabel der Wirbelsäule kontrollieren, Hüfte führt und eins. Schön langsam mitmachen und zwei. Der durchgestreckte Arm hier ist immer gestreckt. Drei. Denkt dran, die Hüfte wandert nach hinten, so weit wie möglich nach hinten. Vier. Letzter. Bauch fest, zur Wirbelsäule gezogen, auch beim Runtergehen. Fünf. Sauber erstmal hier ranbringen, eng am Körper umsetzen, runter, ab in den Russian Twist. Ah, tolle Übung. Insgesamt denke ich mal so 10, 15 Minuten das Workout passt genau, um das mal zwischenrein zu machen. Und eins und zwei. Auch hier wieder Kopf zeigt gerade nach vorne, geht allerdings immer zu den Seiten mit. Vier, fünf, ist gleich geschafft. Sechs, noch zwei Durchgänge. Sieben, komm, anstrengen. Acht, neun und zehn. Sehr gut. Kurz atmen, ausschütteln, tief rein und kontrolliert aus. Tief ein. Kontrolliert aus. Letzte Mal tief ein. Und kontrolliert aus. Seitenwechsel. Wir starten mit links, nach oben, ausstoßen, zack. So, wieder Füße leicht nach außen, Hüfte führt nach hinten, wie ein Zuggleis nach hinten und Kopf zur Kettlebell. Eins, Kopf ans Ohr, beziehungsweise Kopf ans Ohr ist witzig, ne? Arm Richtung Kopf oder Arm Richtung Ohr. Und zwei, nochmal, komm, und halten kurz, schieben die Hüfte, drei. Hüfte schiebt nach hinten, Hüfte schiebt nach vorne, vier, Po's angespannt. Bauchnabel zur Wirbelsäule, letzter, fünf und ran und eng am Körper raus. Wir setzen uns auf, bist du noch bei mir? Die letzten 10 Wiederholungen und wie gesagt, ihr könnt dann nach und nach auch die Gewichte optional steigern. Wieder Bauch voraktivieren, jetzt muss der schon steinhart sein. Oberkörper leicht nach hinten lehnen, desto weiter, desto anstrengender. Und große Rotation. Eins. Die letzten 10. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Acht. Neun. Und 10. Sehr gut. Kurz lockern, ausschütteln, einen Schluck trinken und ich zeige euch jetzt gleich noch, oder sage euch jetzt gleich noch, wie ihr das Ganze für euch in die Praxis umsetzen könnt. Welcome back. Also erstmal mehrere Hinweise. Hinweis Nummer 1. Ich würde dir empfehlen, 7 bis 14 maximal 21 Tage erstmal dich mit der Technik auseinanderzusetzen. Ein, zweimal pro Woche das Üben. Und wenn du merkst, die Abläufe sitzen, dann ist es eine feine Sache, dann ist es super. Wenn du merkst, du bist dir unsicher, dann könntest du beispielsweise auch von mir eine Technikanalyse buchen. Link zu meiner Facebook-Seite oder zu meinem Instagram und Co. findest du natürlich unterhalb. Schreib mir einfach eine PN und dann komme ich mit dir in Kontakt. Wenn du das gemacht hast, die 7 bis 14 Tage, ist dann Schritt Nummer 2, die Last erhöhen. Und es sagt euch natürlich, wie oft sollte ich das tun. Grundlegend ersetzen meine Technik-Tutorials plus Workout kein, sagen wir mal, großartiges Training. Ja? Sie sind ein Einstieg oder besser ein Express-Workout, was ich für Leute, die wenig Zeit haben, die wenig Equipment haben, die vielleicht zu Hause trainieren, die vielleicht zu Hause Open Air trainieren, bei sich auf dem Balkon oder im Vorgarten, eignen, um einfach so mal in das Thema Kettlebell Training reinzufinden.
Und deswegen würde ich euch empfehlen, dieses Workout, wenn ihr dann drin seid, mit der Last nach und nach, nach 7, 14, 21 Tagen zu steigern, dass ihr so nach 4 bis 6 Wochen auf eine vernünftige Intensität kommt. Das heißt, die Last so hoch ist, dass die Workouts richtig fetzen. Dass ihr merkt, okay, ich habe jetzt wirklich ordentlich die Bauchmuskulatur trainiert und merke die auch deutlich, bin aber trotzdem noch technisch einwandfrei. Und dann, wie gesagt, auch über Kopf wird es ja dann auch stärker werden, also deutlich anstrengender. Und da, wie gesagt, auch dann an das Limit gehen. Und manchmal ist es dann so wahrscheinlich, dass du sogar 2 Kettlebells brauchst, nämlich eine für die Überkopfarbeit, für die Hüftgeschichte, weil du da insgesamt im Gesamtkörper stärker bist, weil da viele Muskelgruppen arbeiten und bei dem Russian Twist nicht mit demselben Gewicht gleichzeitig steigern kannst. Das ist nämlich wichtig zu wissen, weil du wirst wahrscheinlich irgendwann mal eine 20er oben locker halten können, aber mit einer 20er Russian Twist zu machen ist schon ordentlich. Da wirst du dann vielleicht eher, wenn du mit 10 gestartet hast, auf eine 12er gehen, auf eine 14er vielleicht. Ja, einfach, dass du das weißt. Wichtig ist auch, du brauchst nicht unbedingt eine Kettlebell dafür. Du kannst natürlich auch mit einer Kurzhantel trainieren. Und wenn du dich grundsätzlich dafür interessierst, selber vielleicht auch in die Fitnessbranche einzusteigen, als Coach, Ernährungsberater, Fitnesstrainer, Personal Trainer, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mein Buch. Das ist hier verlinkt und auch unten ist der Link, wo ihr direkt zum Buch kommt, wo ich in über 200 Seiten euch dieses Coach werden näher bringe. Es ist egal, ob du jetzt nebenberuflich als Coach arbeiten möchtest oder vielleicht sogar hauptberuflich als Coach einsteigen möchtest und als Personal Trainer mit eigener Location oder mobil unterwegs sein möchtest. Alles habe ich schon durch und in diesem Buch erklärt. Plus es gibt einen Online-Mitgliederbereich, wo du dich nochmal ganz genau informieren kannst mit Zusatztools, die dir helfen, schneller voranzukommen. Außerdem habe ich eine persönliche Facebook-Gruppe. Dort können wir uns dann persönlich auch austauschen, deine Fragen stellen und die werden dann im Personal Trainer werden Podcast, den ich auch hier unten verlinkt habe, beantwortet für dich persönlich. Entweder von mir oder von einem Experten, der sich mit dem Thema auskennt. Bist du allerdings jemand, der sagt, hey, die Tutorials sind cool, ich merke allerdings trotzdem, ich komme nicht weiter. Ja, ich nehme nicht weiter ab, Abnehmen stagniert, meine Leistung stagniert bei den Übungen, bin nicht so kreativ und kann mir das selber irgendwie zusammenreimen oder ich würde einfach gerne mehr wissen über Training, Fitnesstraining, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung, dann empfehle ich uns unser Fundamente Fitness Online Coaching, wo du in 3 Monaten das Beste aus den letzten 15 Jahren von uns an Erfahrungen gekoppelt, vermittelt bekommst, dass du danach nie wieder einen Diätplan, nie wieder einen Ernährungsplan oder in der Richtung brauchst, sondern dein eigenes Ding machst und genau weißt, wie der Hase läuft. Das war's. Jetzt wichtig, als Dankeschön, ein Daumen nach oben und noch viel wichtiger ist das Kommentar unterhalb. Und wenn du auch nur einen Daumen schreibst oder cool oder danke, das hilft enorm, damit dieses Video auch anderen Leuten hilft, ja, die Kettlebell-Grundübungen zu erlernen und ein bisschen was für sich zu machen. Ich bin raus, das war's und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.